Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum zweiten Spieltag, zum ersten Teil davon zur Derby League oder der Derby League. Ein ganz herzliches Hallo an dieser Stelle. Es gibt eine kurze Sache, die ich zu den Regeln noch erkläre. Also es kommen die fünf Gruppen ersten weiter, dann gibt es eine K.O.-Phase, also es wird ein Viertelfinale geben. Da sind die fünf Gruppen ersten dabei. Dann der Gruppenzweite, der beste Gruppenzweite nach Toren und nach Punkten wird das entschieden. Und dann gibt es noch zwei Duelle, wo jeweils aus den anderen Ligen die zweiten Plätze gegeneinander antreten und sich fürs Viertelfinale qualifizieren. Ich habe noch jetzt einige Transfers gemacht. Ich habe erste bis dritte Liga weitestgehend mit transfermarkt.de durchgerattert und habe jetzt wirklich versucht, möglichst alle Transfers zu aktualisieren. Es ist vielleicht in Perfektion nicht gelungen, aber weitestgehend. Und ich habe noch einige Legenden angepasst. Max Morlock spielt jetzt für Nürnberg. Grill beispielsweise ist zu Leverkusen gewechselt. Robert Enke steht jetzt bei Hannover im Tor. Jiří Steiner ist dafür nicht mehr dabei. Dafür ist jetzt Marcelinho auch bei der Hertha dabei. Also es gab einige Anpassungen. Und ansonsten soll es jetzt losgehen. Viel Spaß dabei. Lasst gerne später einen Daumen nach oben und ein Abo da. Jetzt geht's los mit dem ersten Spiel Bremen gegen HSV. Der HSV stand jetzt schon unter Druck, dieses Duell gegen den SV Werder Bremen zu gewinnen. Man hatte das erste Spiel verloren gegen Braunschweig und Bremen gewann gegen Hannover. Doch recht deutlich. Die Hamburger in den rosanen Trikots, immer schön zu sehen, diese Farben in den Augen. Aaron Hunt setzt sich hier gegen seine Ex-Mannschaft durch und schließt ab in der fünften Minute mit einem schönen Angriff. Läuten sie hier die Aufholjagd im Tableau ein. Ein Sieg hier also tatsächlich im Prinzip Pflicht. Der SV Werder Bremen, aber der schüttelte sich kurz und machte dann auch nach vorne Alarm über Eggestein und Augustinsson. Abgefälschter Schuss, ausgerechnet vor die Füße von Nailton. Das an dieser Stelle nochmal betont, auf Abseits wird in dieser Liga hier nicht geachtet und dementsprechend war es regulär. Nailton mit dem Ausgleich. Bremen wollte das Ganze drehen und den Rivalen aus dem Wettbewerb schmeißen. Ein Sieg würde dafür nach menschlichem Ermessen schon reichen. Klaassen nach einer halben Stunde verzieht hier aber noch etwas. Und das war es dann erstmal für den ersten Durchgang. Hamburg startete gut rein, aber ließ dann auch dementsprechend extrem stark nach und musste jetzt wieder eine Leistungssteigerung zeigen. Bremen verzettelte sich hinten, wollte das spielerisch lösen, aber das ist manchmal nicht der richtige Ansatz. Der HSV mit der guten Möglichkeit durch David in der 65. Minute, der nach Laie zurückgekehrt war, feuert hier gut drauf. Toprak fälscht nicht mehr ab, für Pavlenka trotzdem schwer zu halten. Bremen ruhte sich auf diesem 1:1 aus, was dem HSV die Chance gab, neue Möglichkeiten zu erspielen. Hand und Duziak dreht sich da und tunnelt Pavlenka. So darfst du als Keeper da die Beine nicht auseinander haben. Das ist tödlich und wird hier mit dem 2:1 bestraft. Und wurde tatsächlich auch am Ende der Siegtreffer. 2:1 gewinnt der HSV gegen den SV Werder Bremen und hält sich damit im Turnier. Eintracht Braunschweig und Hannover 96 müssen hier im Duell antreten. Braunschweig gewann gegen den HSV. Hannover musste sich gegen Bremen geschlagen geben. Es waren beides Torfestivals, 1:4 bzw. Hannover 2:4. Jetzt mussten sie hier abliefern und die erste Möglichkeit hatte dann auch Hannover 96 in Persona Genki Haraguchi, der hier den Winkel aber etwas falsch einschätzt und nur das Außennetz trifft. Eintracht Braunschweig ruhte sich auf diesem Sieg aus dem ersten Spiel aus, hatte aber auch bewiesen, dass sie nach vorne richtig Druck erzeugen können. Das ist Nicolao, Neuzugang aus Dresden, der hier in der 35. Spielminute mal mit dem Abschlussversuch da ist. Enke schmeißt sich spektakulär, muss aber in dem Fall nicht eingreifen. Aber das Tor von Robert Enke bekam jetzt mehr zu tun. Marcel Beer quergelegt, vorbei
ins Glück. Nick Proschwitz, 49. Minute. Da war dann auch der hannoversche Schlussmann ohne Chance. Kommt zwar raus, macht so den Winkel für Bär unmöglich. Der hat aber die klasse Übersicht und erzielt den Führungstreffer. Hannover aber mit Druck auf diesen Ausgleichstreffer. Muslia. Spitzer Winkel für den Rechtsaußen. Schöne Abnahme, die aber nicht den Weg ins Tor gefunden hat. Eine Niederlage würde noch nicht das Ende bedeuten für Hannover 96, aber dann muss am letzten Spieltag viel Glück mit reinspielen, dass sie sich dann doch noch qualifizieren. Haraguchi und Lindenmeiner nochmal. 84. Das hätte es dann tatsächlich sein müssen, aber wenn man diese Möglichkeit nicht nutzt, dann hat man eben eine ganz schlechte Ausgangslage und die haben nun die Hannoveraner. Braunschweig setzt sich hier durch, holt 6 Punkte aus 2 Spielen und ist damit so gut wie durch. Für Hannover 96 heißt es Hoffen und Bangen dann am dritten Spieltag. Das Berliner Stadtderby einfach mal in Manchester abhalten und das taten wir hier im Old Trafford. Die blau-weiße alte Dame mit dem Spielmacher Marcelinho heute dabei. Paul Dardai rückte dadurch aus den Aufstellungen raus und es machte sich gleich bezahlt. 20. Minute Marcelinho, der den Ball erst spielt, dann durchläuft aus der eigenen Hälfte und der Blondschopf schießt ein zum 1:0. Und Hertha machte das gut. Marcelinho weckte diese Mannschaft richtig gut auf. Luke Bacchio scheitert hier aber an Nicolas Friedrich, klärt den Ball dann zum Einwurf. Aus dem wurde nichts. Die Hertha aber machte einfach weiter. Union Berlin fand ihn nicht rein nach dem spektakulären 5:3 gegen Hansa Rostock. Konnte man hier nach vorne nichts mehr sehen von dieser Effizienz. Dort haben sie defensiv zwar auch 5 Buden kassiert, aber immerhin 3 gemacht. Davon waren sie hier noch ganz weit entfernt. Die Mannschaft um Thorsten Matuschka war noch relativ machtlos. Wir springen in den zweiten Durchgang. Das 2:0 brachte eine breite Brust und Dil Rosun in der 56. Minute sogar noch mit dem dritten. Jetzt wurde es für Eisern Union richtig bitter. Da konnte Nicolas nichts machen. Wurde es jetzt richtig hart für Union. Das sind jetzt eben schon 8 Gegentreffer in 2 Spielen. Für den neutralen Zuschauer macht Spaß. Als Trainer wirst du da wahnsinnig. Flanke Lenz, Kopfball, Sebastian Griesbeck. Den verfehlt der Mann aus Heidenheim. Aber doch recht deutlich. Viertelstunde noch zu spielen. Vielleicht nochmal der Anschluss. Zumindest der Ehrentreffer, Sebastian Andersson in der 76. Spielminute. Schöner Ball hier auf Lenz. Der sieht dann Andersson, der läuft auf den ersten Pfosten, beziehungsweise bleibt dort stehen, setzt sich ab und erzielt das 1:3. Dabei blieb es aber Hertha so gut wie durch. Für Union wird es jetzt ganz schwer. Dynamo Dresden gegen den FC Hansa Rostock. Ein Duell unter verschiedenen Vorzeichen. Dresden verlor das erste Spiel gegen die Hertha. Rostock hingegen konnte gewinnen. Gegen Union Berlin. Dresden aber mit dem besseren Eindruck hier. Elas in der 8. Spielminute mit dem ersten Abschluss. Durch den Abstieg in die 3. Liga ist Dresden noch relativ jung aufgestellt. Die Jungspunde hier um Elas eben. Sie haben den Verein nicht verlassen. Sie bleiben der Dynamo-Flagge treu. Dresden weiterhin aber besser. Das ist Osman Atilgan. Führung in der 15. Minute vor Bayern Schober. Sehr gut gespielt. Rostock in der Mitte auch komplett offen. Obwohl sie mit der Dreierkette rangingen. So darf man sich da hinten nicht präsentieren. Das führt schnell eben zum Rückstand. Schärf leitete aber den Angriff ein und jetzt Butzen. Der Ball kullert aber nicht über die Linie. Broll eigentlich schon geschlagen. Dann stellt er sich nochmal auf und schmeißt sich auf den Ball. Wir springen in den zweiten Durchgang. Der FC Hansa Rostock wurde hier von Dresden teilweise richtig hart angegangen. Die Grätschen gingen aber auch häufig mal ins Leere. Butzen.
kämpft sich hier durch. Nach einer Stunde, aber ohne wirklichen Erfolg. Die Zeit wurde knapper. Rostock aber machte sich nochmal auf, das 1:1 zu erzielen. 4 Punkte nach 2 Spielen wären schon eine aussichtsreiche Ausbeute. Der Kopfball hier aber auch dann zu schwach. Dynamo Dresden fokussierte sich auf die Defensive nach vorne. Dann mal minimal wieder Akzente zu setzen. Justin Löwe, Königsdörfer, legt quer und da ist Atilgan zum zweiten. 80. Spielminute. Beendet das Ganze hier, macht den Deckel drauf. Und somit haben wir jetzt Dresden und Rostock beide mit 3 Punkten. Das wird dann am letzten Spieltag ein Fernduell wahrscheinlich um Platz 2. Jo, das soll's dann auch wieder gewesen sein. Morgen kommt dann wieder ein Einzelspiel aus der internationalen Branche und dann am Freitag vermutlich die nächste Folge Derby League. Also lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und adios.